Also das geht nicht in mein Hirn. Warum muss der jeden Morgen zu spät zur Schule kommen? Immer dasselbe. Macht die dämliche Sirene aus, auf den Klang reagiere ich allergisch. Plattfuß, meine Schuld ist das aber nicht. Ich muss ihn jeden Morgen wecken, aber der steht nicht auf. Wenn ich dem nicht in einmal kaltes Wasser über den Kopf gebe... Typisch einen aus einem unterentwickelten Land, der lügt wie gedruckt. Er lügt wie gedruckt? Ja. Die Unterentwickelten können ja gar nicht lesen und damit er lesen lernt, fahren wir jeden Morgen in die Schule und du stehst nicht auf. Also um diese Aufgabe habe ich mich noch nie gerissen. Noch ein halbes Jahr mit dem und ich habe einen Herzinfarkt. Okay, ist ja schon gut. Okay, Ruhe. Dass du stinkend faul bist, weiß doch jeder in der Stadt, stimmt's? Übrigens, faul, hast du deine Schularbeiten gemacht? Nein. Erstens hatte ich nichts auf und außerdem habe ich beschlossen, die Werteschule in Zukunft mit meinen Besuchen zu verschonen. Soll das heißen, du willst nicht mehr in die Schule gehen? Genau. Kommt nicht in Frage. Du wirst die Schule so lange besuchen, wie ich es für richtig halte. Außerdem musst du was lernen. Ha. Aber ich will doch Polizist werden, da braucht man doch nichts lernen. Ein bisschen schon für die höhere Laufbahn. Bin aber schnell. Jetzt wird's Zeit. Guten Morgen, Signora Maria. Schönen guten Morgen, mein Kleiner. Popcorn, ganz frische Popcorn, kandierte Mandeln, Nüsse. Jetzt habe ich dich. Hier kommst du aber nicht zu deiner Schule, mein Junge. Ich wollte nur noch schnell was erledigen. So, was denn? Tja, ich wollte dir nur noch einen dicken Kuss geben. Einen dicken Kuss wirst du gleich von mir kriegen, aber einen Pferdekuss. So, nun komm. Frische Popcorn, kandierte Mandeln, Nüsse, Kekse, Popcorn. Probieren Sie unser Popcorn, heute ganz frisch. Ich denke, du passt auf, dass mein Krümel nicht aus der Schule türmt. Hab ich nicht gewusst, ich habe ihn gar nicht gesehen. Ein Schwarzer mit einem roten Hut, hast du nicht gesehen? Ich bin nachtblind, da sieht man schwarz nicht. Gib mir mal eine Stange Zigaretten. Ich hab doch keine Zigaretten. Unschuldiges Schaf. Schwarzmarktgeschäfte mache ich nicht. Alles, was ich habe, ist meine Tagesration. Ja, gib her. Wollen Sie das Wechselgeld zurückhaben? Nein, stimmt so. Danke. Aber gleich wegpacken, um diese Tageszeit wimmelt's hier oft von Bullen. Herrlich frische Popcorn, kandierte Mandeln, Nüsse, Kekse, Zigaretten. Ich muss mal Ihren Chef sprechen. Ich habe eine wichtige Information für ihn. Anonyme Informationen interessieren uns nicht. Ich bin Omar Hakim. Mein Held ein junges Mädchen gefangen. Ah, eine Entführung also. Dafür ist eine ganz andere Abteilung zuständig. Wir sind zuständig für Narkotika, zum Beispiel Rauschgift. Darum geht's ja. Es geht um Rauschgift. Sagen Sie Ihrem Chef nur einen Namen. Carolina. To walk on, never had a mile to ride, but I know what I want. Arbeit geleistet, Ruhetorlo. Wir werden mehr zusammenarbeiten. Oh, das würde mich freuen, Don Carmine. Wann immer Sie einen Auftrag haben, ich werde ihn zu Ihrer Zufriedenheit erledigen. Sie brauchen mich nur zu rufen und schon bin ich da. Und das ist fertig. Ja, Sie haben Ihr Geld wirklich verdient. Ja, man tut, was man kann. Hm.
Kommissar, Sie besuchen mich? Das ist aber eine Überraschung. Mit jedem Besuch hätte ich gerechnet, nur mit Ihrem nicht. Ich habe meine Fabrikationslizenz gerade heute früh erneuern lassen. Man will ja keine Scherereien mit der Polizei. Keine Sorge, mein Kleiner, dass du keine Lizenz hast, daran würde ich nicht mal im Traum denken, so ein braves Kerlchen. Vielen Dank, Kommissar. Ich bin nur hier, weil ich dich um einen kleinen Gefallen bitten wollte. Kommissar, ich bin ein großer Freund der Polizei. Ich tue für Sie, was ich nur kann. Na, dann kann mal für mich. Ich brauche nämlich Feuerwerk. Aber Kommissar, Sie scherzen. Was wollen Sie denn mit einem Feuerwerk? Ist das nicht Silvester? Das war kein Scherz. Sie können kriegen, was Sie wollen. Wir haben doch in einer Woche unser Polizeifest. Und da habe ich gedacht, dass wir vielleicht ein mordsmäßiges Feuerwerk, wir haben es doch gern, wenn alles auseinanderfliegt. Ja, ja. Für mich als Pyromane eine Offenbarung. Ja. Die ehrenwerten Strizis sind deine Kunden, was? Ja, ausgewanderte Italiener, die jetzt in Amerika leben. Die kommen extra aus Brooklyn. Ja, so ein langer Weg für so kleine Schwärmer. Nun ja, die wissen eben, was gut ist. Ja, einen guten Namen hast du ja. Was ist das? Raketen. Der Größe nach zu urteilen fliegen die von Washington bis Moskau. Ist ganz schön was drin. Es ist ja, es ist ein bisschen feucht hier, sonst würde ich Ihnen eine vorführen, aber... Kommissar, nicht anfassen, wir sind viel zu gefährlich. Wir werden doch nicht gerade einen Funkenmann in meinen zarten Pfötchen machen. Knallkörper sind gefährlich und explosiv. Glaubst du, mieser Einfallspinsel, tatsächlich, ich will diesen Mist kaufen, das Feuerwerk interessiert mich wie eine abgelegte Hose von dir. Der Inhalt, was drin ist, das interessiert mich. Sag mal, macht man Knallkörper nicht mit Schwarzpulver? Sicher. Das ist aber weißes Pulver. Ja, eine neue Sache, eine Erfindung von uns. Habe ich ein Patent drauf, ist effektvoller. Ja, das kann ich mir vorstellen, auch was die Kohlen betrifft, wenn man die Knaller verhökert, nicht? Ich verstehe nicht, was sollen diese Anzüglichkeiten? Das ist nicht essbar. Aber spritzbar, reines Heroin. Mit dem Zeug können die Mieslinge ganz New York aus den Fundamenten husten. Komm hoch, du Sitzriese. Ich habe mit dem Ganzen nichts zu tun, Kommissar. Ich kenne die Leute nicht. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Weißt du, wer den Stoff hierher gebracht hat, ne? Hat ein Schwede aus dem Ausland geschickt. Was denn für ein Schwede? Keine Ahnung. Ich weiß nur, als das Zeug ankam, hat Ruotulo gesagt, der Schwede macht eben alles nur im großen Stil. Hör ab, sonst wirst du geräuchert. Sofort mit unseren Leuten her. Adresse ist Torre Anfosa. Welche Nummer? Du brauchst keine Nummer. Das Gebäude knallt wie drei UFOs und strahlt hell wie die Sonne. Schick auch ein paar Feuerwehrwagen. 4 oder 6. Was gibt's sonst Neues? Nichts Besonderes. Alles ruhig. Ah ja, Moment. Ein Araber hat mich auf der Straße angequatscht. Ich lass mich ja normalerweise nicht anquatschen. Du kennst mich schon gar nicht von Arabern. Mann, erzähl mir keinen Roman. Wollt ihr dich heiraten oder was? Nein, nein. Er hat mir was von einem verschwundenen Mädchen erzählt. Und da wäre auch Stoff mit dem Spiel, hat er gesagt. War das alles? Nein, er hat auch noch einen Namen genannt. Warte mal, Carmelina. Nein, das war's nicht. Irgendwie anders. Jetzt habe ich's vergessen. Ach ja doch, jetzt weiß ich's wieder. Carolina! Ist ja noch immer nichts? Nichts. Dieser ganze Zirkus kann doch nicht nur veranstaltet worden sein, um das Mädchen zum Sprechen zu bringen. Wer weiß. Also mir schmeckt die ganze Sache überhaupt nicht, wenn ihr es wissen wollt. Wollen wir gar nicht. Je weniger wir wissen, desto besser. Heute Abend wird hier ein Schwede auftauchen, der euch bezahlt. Und damit ist die ganze Geschichte erledigt. Mhm. So, du passt auf die Kleine auf und du kommst mit mir. Okay. Was ist denn das für ein Typ, dieser Schwede? Warum bezahlt er uns? Frag mir doch keine Löcher in den Bauch, Mensch. Du kriegst den Typen sowieso nicht zu Gesicht. Außerdem arbeitest du mit mir. Das heißt, du kannst risikolos ein paar Extrakohlen machen. Und das...
Plattfuß! Das hat uns noch gefehlt. Los, haut ab! Weg von hier! Ach, John, lauf, verpatzt euch doch! Mach doch, Mensch, beeil dich! Ja, ich bin ja gleich draußen! Los, zurück! Ganz bald! Was willst du denn auf der Leiter? Du bist doch kein Hahn! Ja. Ich bin sehr musikalisch, nur sing mir mal ein schönes Lied! Sie, Kommissar! Hallo! Ist da jemand? Lass mich raus! Hallo? Hören Sie mich, ich will raus hier! Komm, du stehst mir im Weg! Lass mal raus, die Braut! Ja. Hallo, hört ihr mich? Ich will raus! Ja, ja, ich bin ja schon da, Momentchen! So, bitte sehr, gestatten, Captain Caputo. Fühlen Sie sich wohl. Danke, es geht. Komm, jetzt raus mit dem Namen. Salvatore Coppola. Nicht deinen Namen, Mensch, du kriegst gleich was für die Birne. Von wem habt ihr den Auftrag bekommen, die Kleine gefangen zu halten, den Namen? Na, muss ich nachhelfen? Was ist, Hühneraugen? Und du hast auch keine Ahnung? Nein, aber bitte nicht treten. Dann werde ich euch mal was erzählen. Die Kleine gehört zum größten Ölmagnaten der Welt, dem amerikanischen Reeder Mr. Burns, Lee G. Burns. Na, funkt's jetzt? Seid sowieso nur Dreck, Handlanger. Also habt ihr Pfeifen die Kleine auch nicht auf eigene Faust entführt? Was sind das für Leute? Was wollen die von uns? Das werden wir in den nächsten paar Minuten wissen. Kommissar Plattfuß hat da so seine eigenen Methoden. Also, was ist, Kerlchen? Guck's den Onkel an, wenn du mit ihm sprichst, sonst zieht dir das Fell über die Ohren. Also, was ist? Der Mann ist ein Schwede. Was heißt ein Schwede? Gibt ja wohl mehr als den einen Schweden, also fang ja, an. Ja, sicher, aber ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn Mann wirklich nicht, Kommissar. Ich habe ihn nie gesehen. Ich weiß nur, dass man ihn in Schweden nennt. Mehr weiß ich nicht. Caputo. Jederzeit zu Diensten, Kommissar. Ruf mal eine Zentrale an. Die sollen sich den Kahn vornehmen und auch die kleinste Ritze durchsuchen. Ja, sofort, Kommissar. Entschuldigung, muss mal dienstlich werden. Hallo, New York. Ich möchte gerne mit Mr. Morgan sprechen. Gut, dann soll er mich im Hotel Excelsior in Neapel zurückrufen. Ja, Excelsior. Danke. Wissen Sie, Kommissar, ich bin zwar alles andere als ein sentimentaler Typ, aber... Ach, bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Wollen Sie was trinken? Im Dienst darf ich leider nicht schlucken, nur Prim. Sehen Sie, Connys Eltern kamen beim tragischen Flugzeugunglück in Amerika ums Leben. Ihr Vater war mein Freund und hat lange bei mir gearbeitet und da habe ich mich der Kleinen angenommen. Sie ist heute wie meine Tochter. Was ich nur nicht verstehe, ist, warum man sie entführt hat, zumal kein Lösegeld gefordert wurde. Dazu hatten Sie vielleicht keine Zeit. Aber vielleicht wusste sie irgendwas, Informationen. Könnte ja auch sehr wichtig sein. Richtig? Ganz was anderes, Kommissar. Darf ich Ihnen einen Vorschlag unterbreiten? Unterbreiten Sie. Haben Sie nicht Lust, bei der Polizei aufzuhören? Einen Mann mit Ihren Fähigkeiten könnte ich als Boss meines Sicherheitsdienstes gebrauchen. Wissen Sie, es gibt kein Geschäft, was so hart ist wie das Ölbusiness. Man hat nur Feinde. Conny, mein Schatz, alles okay? Ich fühle mich fabelhaft. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es ist, Kommissar Plattfuß in Aktion zu sehen. Ich darf das so sagen? Übrigens, Professor Cerullo hat angerufen. Er erwartet uns. Ah ja, Cerullo. Auch so ein Fall für sich. Ein absoluter Spinner. Ich weiß nicht, ob man den sehen muss. Cerullo ist ein Wissenschaftler, Onkel Lee. Er war doch sehr freundlich zu dir, als wir in Ägypten waren. Ja, sicher, durchaus. Aber seitdem verfolgt er mich. Er überhäuft mich mit Briefen und irgendwelchen obskuren Berichten, denen zufolge er eine sensationelle Entdeckung gemacht haben will, die für den Erdölmarkt von großer Wichtigkeit sein soll. Auch Oma denkt, dass seine Entdeckung sensationell ist. Was für eine Oma? Ist das in Ägypten? Oma Hakim, unser Mitarbeiter in Ägypten. Geh hin, Onkel Lee, sprich mit dem Professor. Wenn du mit ihm gesprochen hast, weißt du vielleicht mehr über seine Erfindung. Einen Wissenschaftler habe ich bisher noch nie kennengelernt. Leute, die mit ihrer Birne Geld verdienen, gibt es kaum bei der Polizei. Also meinetwegen, sehen wir uns das Universalgenie mal an. Coleotherus bifrocatus, nein, der Scorpio deserticum. Wie schön, dass es Conny gelungen ist. Er ist jetzt überzeugt von meiner Entdeckung. Ein ruhmreicher Tag ist das heute für die Wissenschaft, mein Freund, und für mich. Mr. Burns wird einsehen, dass meine Entdeckung so viel wert ist wie die Schätze von Fornox und von der Bank von England zusammen. Und das Geheimnis liegt hier, in einer der 300.000 Käfersorten, die es gibt auf der Welt, die sensationellste Entdeckung aller Zeiten. Glaubst du mir nicht, Oma? Doch, selbstverständlich, Professor. Na und? Warum machst du dann so ein miesepetriges Gesicht? Eines Tages wird doch dein Name in der ganzen Welt bekannt sein. Oma El Hakim, der ägyptische Freund und Mitarbeiter des großen Cerullo. Und was das Geheimnis angeht, das habe ich hier in meinem Kopf, sicherheitshalber. Allah ist groß, wenn es Allah so gefällt. Das ist er, das ist ganz sicher Mr. Burns. Ah, du mieses kleines Schwein. Deine Aufgabe bestand ausschließlich darin, den Professor im Auge zu behalten.
Aber du wolltest den Helden spielen, du wolltest das Mädchen retten, hä? Das war ein Riesenfehler, mein Freund. Darf man eintreten? Hallo, niemand zu Hause? Hey, 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 hier sieht's ja aus wie bei Hempels unterm Bett. Ihren Kotzbalken lassen Sie lieber kalt, sonst fliegen wir alle in die Luft. Hier stinkt's nach Gas. Die Sache stinkt mir, wenn ich mich mal so ausdrücken darf. Erst wird Conny gekidnappt, dann El Hakim, der tot in der Küche liegt, das Haus hier ist auf den Kopf gestellt und der Professor ist nicht da. Der existiert sich ja auch gar nicht. Na, warten Sie mal ab, der existiert schon, der taucht schon wieder auf. Kommissar, ich möchte Ihnen nochmal mein Angebot unterbreiten. Ich zahle Ihnen für den Anfang $5,000, wenn Sie für mich arbeiten. 5 Mille ist eine Menge Stoff, aber noch habe ich hier zu tun. Wissen Sie, ich muss jetzt dringend geschäftlich nach Ägypten. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, Sie wissen, wo Sie mich jederzeit finden können. Aha. Bis übermorgen früh bin ich noch in meinem Hotel zu erreichen. In Ordnung. Wiedersehen. Schlafen Sie gut. Die Mordkommission. Was du jetzt Kruke machst, du hättest mir sicher eine ganze Menge erzählen können. Kannst du jetzt einfach abreisen, ohne zu wissen, wer Oma ermordet hat und wo der Professor steckt? Conny, Liebling, wir haben der Polizei gesagt, was wir wussten. Das alles rauszufinden, ist jetzt ihre Aufgabe. Und der Bursche hat Ihnen sage und schreibe $5,000 im Monat geboten? Hm. Ha, du kriegst ihn nicht rein. Das übersteigt ja sogar die Honorare von Jerry Cotton. Jerry Cotton, wer ist das? Hä? Wer Jerry Cotton ist? Auch ein Bulle, leider nur im Roman. Alles fertig, Boss. Das Gepäck an Bord, ich meine, alles? Selbstverständlich, Boss. Okay, fliegen wir los. Die führen ein Leben anders als unseres, hä? 6 Weiber Whisky, man könnte neidisch werden, wie Philip Marlowe. Marlowe, wer ist das? Philip Marlowe, ein berühmter blonder amerikanischer Privatdetektiv. Leider auch nur im Roman. Na, blond ist der. Wer? Philip Marlowe? Ja, der war blond. Warum? Weil der Typ auch blond ist. Ah, mit meinem Philip Marlowe hat der so viel gemein wie ein Elefant mit einer zertretenen Ölsardine. Werner Köpfel. Alias Wolfgang Heder. Alias Amelio Vasca. Alias Hans Remeng. Na, das ist ja wohl ein Früchtchen. Erst muss
sich deine Fingerabdrücke nehmen. Aber nein, das geht doch nicht, Bodo. Das kannst du nicht machen. Fingerabdrücke nimmt man nur von Verbrechern, aber doch nicht von mir. Ich bin selbst bei der Polizei. Begreifst du das nicht, Junge? Was soll denn das? Du hast nur Spielereien im Kopf und ich habe dreckige Finger bei den Seifenpreisen. Jemand hat heute früh meine Marmelade gefressen und ich möchte wissen, wer das war. Was geht mich deine Marmelade an, wenn mich hier jemand sieht? Schon na bitte, da haben wir den Salat. Morgen, teuerster Chef. Ach, hier, macht mal Sergio. Was mit. Sergio! Ja? Das sollen die sich im Archiv unter den Arm nageln. Du hattest mal eine gute Idee. Ich? Ja, was, tatsächlich? Sogar eine sehr gute. Ein blindes Huhn trinkt ja auch mal einen Korn. Wenn ich wieder was vermasselt habe, ich bitte um Entschuldigung. Ach Quatsch, wir beide wären jetzt Privatdetektive. Wie im Roman? Ja, du sülst mir noch immer die Ohren voll, dass du auch so ein Privatdetektiv sein möchtest. Ja, nichts habe ich mir sehnlicher gewünscht, als mal auf eigene Faust arbeiten zu können. Geht das wieder los? Geh mal runter in die Zentrale, gib einen Telex an Burns auf, ich sei einverstanden. Womit einverstanden? Dass ich jetzt für ihn arbeite. Ach, wie schön. Du kommst mit, 5000 Dollar reichen auch für zwei. Danke, ich mache mich auch ganz klein, noch kleiner als ich schon bin. Sie werden mich gar nicht mehr spüren. Willst du die Miete im Ernst mitnehmen? Ja, komm mal her, mein Schokoladenkrümel. Sag mal, mein Kleiner, du willst also tatsächlich mal ein Polizist werden, ja? Ja, so einer wie du, der den Verbrechern die Gesichtserker einkloppt. Naja, mit dem Gesichtserker allein ist es nicht getan, weißt du? Denn um Polizist zu werden, muss man eine Menge lernen und man muss auch gehorchen. Denn Befehle kann man nur geben, wenn man auch gehorchen gelernt hat. Das kriege ich schon hin. Gut. Wenn wir weg sind, wirst du bei Signora Capocci bleiben. Oh, die Zicke. Was heißt, hey, die Zicke ist sehr nett und hat dich gern. Du sollst ja auch nicht für immer bei ihr bleiben, nur für die Zeit, wo wir weg sind. Also sei auch nett zu der Zicke, benimm dich anständig und mach mir keinen Ärger. Und versprich mir, jeden Tag zur Schule zu gehen. Einverstanden? Also gut. Geh jetzt runter zu Capo und lass dich von ihm nach Haus bringen, okay? Schmatze Küsschen. Kriegst du. Scheiß Leben. Mann, der ist ja noch toller als Jerry Cotton. Ein heißer Kerl. Caputo. Ja, wie haben Sie mich erkannt? Na leicht, wir müssen. Na, ich nicht. Sag mal, wie siehst du denn aus? Wie ein Privatdetektiv. Die sehen so aus, damit man sie nicht erkennt. Roter Hut, lila Mantel wäre noch unauffälliger gewesen. Ich hatte nur das. Alle bereits abgefertigten Passagiere des Fluges 726 nach Kairo werden zum Ausgang 7 gebeten. All passengers booked on flight 726 to Cairo are kindly requested to go to gate 7. William Bogutu, sind Sie das? Ja. Sie fliegen mit 5 Kindern? Mit 5, ja. Gut, dann können Sie schon einsteigen. Hier lang bitte. Schlecht, die Dinger. Ihnen scheinen die ja außerordentlich gut zu schmecken. Wie meinen die das? Ach, nichts. Privatdetektiv? Ja, woher wissen Sie? Ja, du siehst nämlich aus wie James Bond nach der Bandwurmkur. Ja, ich bin irritiert, weil mir laufen Fleischbällchen vom Teller verschwinden. Das müssen Sie zugeben, das ist doch merkwürdig, hä? Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde. Wenn sie Ihnen so gut schmecken, dann fragen Sie mich wenigstens vorher. Wenn Sie dir Buletten vom Teller klauen, hast du einen falschen Beruf. Naja, man achtet ja nicht so drauf. Ich habe immerhin gelesen und dabei gegessen, aber laufend schiebe ich mir die leere Gabel rein. Dann setze ich mich mal hierher und passe auf, dass sie dir die hier auch noch klauen. Mensch, du bist ja schlimmer als ein Kleinkind. Apropos Kleinkind.
Bodo hast du doch abgeliefert bei der Capocci, der alten Zicke. Ja, der Hast du ihr gesagt, dass sie ihn an die Leine legen soll? Ich bin doch nicht verrückt. Das ist doch kein Hund. Unser Krümel ist ein Kind. Aber nur zu halten, wenn er an der Kette liegt. Was bedeutet das? Was glaubst du, wo Bodo ist? Bei der Zicke Capocci. Als Geheimabtreter unter deinem Sitz. Geheimab was? Agent, meine ich. Na, das ist doch nicht zu fassen. Sollte der Bengel etwa... Na, das gibt's doch nicht. Wie kommst du, Schlingel, hierher? Jetzt weißt du auch, wer deine Fleischbällchen geklaut hat, nicht? Du siehst ja so blass aus. Das ist ein schlechtes Gewissen. Oder die Fleischbällchen stammen aus einer Kantine. Daddy Plattfuß. Ich sag die Wahrheit, ich will nicht lügen. Ich habe mir alles noch einmal überlegt und ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Was heißt das? Mein Gott, überleg mal, das ist doch ganz einfach. Du in der wilden Stadt Kairo, allein mit dem senilen Tiger an deiner Seite. Wer meint dich? Der Kleine hat eine Menschenkenntnis, die ist frappierend. Na warte, du, nie wieder mache ich dir Spaghetti mit Tomatensauce. Wir steigen jetzt sofort aus, ich bringe dich zurück. Caputo, wir befinden uns in einem Flugzeug. Du kannst also kaum aussteigen und mit ihm auf den Hof spielen gehen, geschweige denn ihn zurückbringen. Aber wenn wir landen... Dann bringe ich ihn nach Hause. Du machst einem doch nichts als Schwierigkeiten. Du bleibst jetzt so lange bei mir, bis du wieder in der Maschine nach Hause sitzt. Lass dich nicht mehr los. Ach, ist das herrlich, mein Traum mal inkognito zu reisen, geht in Erfüllung. Na, so inkognito scheinen wir gar nicht zu sein. Wieso? Na, später mehr davon. Du regelst jetzt erstmal Bodos Rückflug. Ja, wir treffen uns dann in dem Hotel hier. Adresse steht drauf. Okay. Mit Mr. Burns werde ich noch keine Verbindung aufnehmen. Ich warte ab, bis Sie wieder im Hotel sind, Kommissar. Was soll denn das? Sollen ein paar Falten rein. Hä? Ich sehe mich nochmal am Flughafen um. Aye, aye, Sir. Kapu, sieh mal, da ist der Neil. Na, wer ist denn nun wieder Neil? Hey, warte mal! Bodo, warte! Lauf nicht weg! Kannst du denn nicht einmal gehorchen, wenn ich dir was sage? Du machst mich doch wahnsinnig. Wenn ich sage, du bleibst bei mir, dann bleibst du bei mir und rennst nicht irgendwo hin. Ach, endlich! Ich bin wieder in Afrika. Ist das herrlich? Nun sag bloß, dass es dir in Neapel nicht gefällt. Ach, dieser Mensch! In so einer toten Stadt wie Neapel ist doch nichts los. Ich brauche Action. Action wirst du gleich genug kriegen. Komm zum Flughafen. Gib mir die Hand. Hallo, Polizist, Herr Wachtmeister, meine Verehrung. Ich bin ein Kollege von Ihnen aus Neapel. Es geht um den Kleinen hier. Wissen Sie, wir kommen gerade aus Neapel und in der Maschine stellen wir fest, dass der Kleine mitgekommen ist hier. Der, obwohl wir ihm verboten haben, mitzukriegen. Er hat sich blind an Bord geschlichen, der Bursche. Und jetzt geht es darum, ihn wieder zurückzuschicken. Ach, es ist zum Kotzen. Eine Sprache wie eine Halskrankheit. Und versteht kein Wort, diese Menschen. Nicht mal erraten. Wechselt seinen Namen öfter als ich meine Oberhemden. Jack Connors, der wird immer englischer. Halt, keine Bewegung. Wenn ich jetzt stehen bleibe, dann bewegen wir uns ein paar Sekunden beide nicht mehr. Los, am Boden!
Taxi! Herr Brutto! Ist doch sinnlos! Hallo, hallo! Taxi, Taxi! Der versteht dich doch gar nicht! Anfache Lachabach. Ich bin Arabisch. Was willst du denn von mir? Nerv mich nicht. Ich versuche ein Taxi zu kriegen, aber die verstehen mich nicht, weil ich nicht Arabisch bin. Wie sollen wir jetzt ins Hotel kommen? Ja, ja, das ist alles korrekt, Meister, aber ein Taxi kriegt man ja nicht vorhin. Ich muss da rein. Nein, nicht mit Tieren in Hotel, nicht Esel, nicht Esel. Wir müssen aber, wir sind Gäste aus dem Ausland, wir bringen auch viele Devisen, übersetzt sind das. Das ist was anderes, bitte sehr, angenehmer Aufenthalt. Salam alaikum, salam alaikum. Lauf schon, alte Kuh. Kommissar Plattfuß. Ah, mein Freund, da sind Sie ja. Dass ich Sie so schnell wiedersehen würde, habe ich nicht zu hoffen gewagt. Tag. Tag. Schöne Maid. Haben Sie etwa Ihre Meinung geändert? Ja, habe ich. Ich arbeite ausschließlich für Sie. Nein, das ist ja wirklich fantastisch. Conny, weißt du, was das für uns bedeutet? Wir haben jetzt den besten Mann, den es gibt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie mich das... Bitte kommen Sie. Sakhar, sieh mal. Das ist der Kommissar, von dem ich dir so viel erzählt habe. Er hat auch Conny aus den Händen der Entführer befreien können. Enver Sakhar, ein guter Freund von mir. Seien Sie herzlich willkommen in Kairo. Gleichfalls. Wissen Sie, ohne Sakhar hätte die Burns Oil Company mächtig viel Ärger hier im Nahen Osten. Na, jetzt übertreibst du aber leicht, Lee. Darf ich Ihnen Kairos Sehenswürdigkeiten zeigen? Aber jetzt möchte ich mich erstmal ein Stündchen ausruhen, wenn du gestattest. Aber ja, mein Schatz. Also bis später dann. Bitte nehmen Sie doch Platz. Sie scheinen offenbar gerade im richtigen Moment zu kommen, Kommissar. Ja, wissen Sie, kaum sind wir in Kairo, passiert etwas Merkwürdiges. Jack Connors, mein neuer Pilot, ein guter Flieger übrigens, ist plötzlich verschwunden. Er hat die Maschine aufgetankt und hat sich dann in Luft aufgelöst. Er ist offenbar mehr programmiert, sich in Luft aufzulösen. Wie meinten Sie das? Ich rede von der Bombe, die ich in Ihrer Maschine entdeckte. In meinem Flugzeug lag eine Bombe? Ja, um ein Haar würde ich jetzt hier als Engel durch den Raum schweben. Du kannst ja doch Arabisch. Ich habe nur so getan, als ob. Hier, sieh mal, was ich für eine Karte habe. Damit gehört der Rest mir. Das glaubst aber du nur. Oh, die Farbe hättest du schon viel früher ausspielen müssen. Und ich, Vollidiot, ich falle auch noch auf deinen Trick rein. Unverschämtheit. Das ist dein Bier. Sag, und hier habe ich noch einen König, was nur? Da knallen wir einen Joker rauf. Da kennen wir gar nichts. Mensch, die Partie auch verloren. Was schulde ich dir jetzt? Das check ich gleich mal durch. Also, das sind 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Das sind genau 1024 verträumte Dollar. Wie viel? Das Hirn einschalten, wenn du mit einem Profi zockst. 10 Partien auf 100 sind 1024, schuldest du mir noch von zu Hause. Was ist daran so schwer zu begreifen? Du musst im Kopf mitzählen und nicht nur die Karten hinknallen. Sieh mal an, hier kannst du alles im Kopf zusammenzählen. Aber wenn du in der Schule 2 und 2 zusammenzählst, kommt bei dir immer 5 raus. Na, ein bisschen was muss man doch verdienen. Versteck dich, ganz ruhig. Hast du deine Pistole neu gestrichen und hältst sie zum Trocknen hin? Oder spielst du wieder Privatdetektiv? Wozu das Kostüm für Farbenblinde? Ich will nur jederzeit einsatzbereit sein, in Alarmbereitschaft sozusagen. Die Pyramiden grüßen dich. Der ist ja immer noch da, der sollte doch nach Hause, mit der nächsten Maschine, sagte ich. Ich habe alles getan, was in meinen Kräften stand, aber hier spricht man nur Arabisch und das kann ich nun mal nicht. Ich habe schon mal die ersten 5000 Dollar an Land gezogen, kleiner Vorschuss von Mr. Ölfinger. Bei dir ist es sicherer. Dann bezahlst du sofort deine Schulden. Hältst du mal den Mund! Darüber sprechen wir nachher. Ist denn überhaupt nichts mehr zu mampfen hier? Der frisst wie eine neunköpfige Raupe. Soll ich was Neues besorgen? Willst du in die Küche gehen und mit einer Pistole um ein Stück Brot betteln? Verschafft Respekt, dann kriege ich was. Ach, ihr müsst einfach mehr bestellen. Wenn unser Krümel so weiter frisst, ist er ein paar Monate dicker als ich. Pack die Bleispritze weg, das macht mich nervös. In Ordnung. Und außerdem, von den Kohlen wird nicht ein Cent ausgegeben und jetzt habe ich Arbeit für dich. Du schleichst dich in Burns Zimmer und wirst folgende Sachen erledigen. In Burns Zimmer? Du kannst doch nicht nur für dich Detektiv spielen. Also, ich will wissen, warum ein Professor, der tote Käfer sammelt, mit einem der größten Erdölmilliardäre sprechen will und warum er verschwindet. Zweitens, warum erzählt der Erdölfritze seiner angenommenen Tochter, dass ihm der komische Professor einen Haufen Briefe und Berichte schickt? Und ich will jetzt wissen, ob das stimmt. Also los, Mann, Schnüffelmann. Aber ich denke, wir arbeiten jetzt für Mr. Burns. Warum soll ich bei ihm einbrechen in seiner Nobelhütte? Du bist mein Angestellter. Du machst, was ich sage, sonst sperre ich hier die rote Grütze. Nanu, ich denke, die Braut ist müde, die wollte doch an der Matratze lauschen.
Wenn Sie der schon die Gurke weggehauen haben, was kommt denn da noch auf uns zu? Jei, jei, jei. Was machen Sie? Was soll das? Was wollen Sie von mir? Kevier! Das ist Kommissar Plattfuß, von dem ich dir erzählt habe. Er arbeitet für meinen Onkel. Sie können unbesorgt sein, Kommissar. Das ist Leutnant Kevier. Er ist mein Freund. Ich wollte dich überraschen. Wissen Sie, da mein Onkel was gegen unsere Verbindung hat, sind wir leider gezwungen, uns heimlich zu treffen. Mein Onkel mag Kevier nicht. Ich besitze weder Ölfelder, noch bin ich eine Persönlichkeit, also passe ich nicht in die Familie. Wissen Sie, sowas wie Onassis oder Niarchos, das schwebt ihm vor. Komm! Das war doch ein Schuss. Wer hat denn da geschossen? Keine Ahnung. Wer war das? Pass auf, dass du Pfeife kein Blödsinn baust. Hau ab, Mensch! Ach, du bist doof. Vollidiot. Ah, bitte. Hier sind doch die Briefe von Cirollo. Coriolano Cirollo. Naja, wer schon Coriolano heißt. Meine Entdeckung ist, wie ich es schon in Malaysia und Venezuela habe beweisen können. Ah, der Herr Professor kommt rum in der Welt. Dass Sie und so weiter, würde ich auch Sie gerne in Ägypten von meiner Entdeckung überzeugen, die eine kolossale Errungenschaft für die Wissenschaft und für das Erde... Die Statue des Ramses war noch bedeutend höher, bevor sie ihre Beine verlor. An der rechten Schulter können Sie den Namen des großen Pharao eingemeißelt sehen. In Abisimbel können Sie auch die Tempel von Ramses und seiner Frau Nofretete besichtigen. Und jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen ein paar Hieroglyphen zeigen, die zu den kostbarsten und seltensten gehören, die jemals gefunden wurden. Wenn Sie wollen, dürfen Sie fotografieren, aber ohne Blitzlicht, bitte. Entschuldigung, ich habe in so einem Reiseführer gelesen, dass man hier auch so was Ähnliches gefunden hat mit diesen Zeichen. Ja, das stimmt. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Gestatten Sie.
Da ist Ihr Zeichen. Ja, interessant. Ich bin sicher, dass Sie meine Neugierde befriedigen können. Welche Bedeutung haben diese Symbole? Heißt das, dass der Träger zu einer Sekte gehört? Nein, durchaus nicht. Die beiden Halbmonde versinnbildlichen die Häupter einiger Nomadenstämme, die in der Wüste von Mayenne leben. Sie an der Kommissar. Hallo, Herr Kommissar. Was für ein Zufall, Sie hier wiederzutreffen. Avitage. Kotrau. Aber ich denke, Lachewunder. Sie fragen sich sicher, was macht er hier? Aber Führungen gehören auch zum Geschäft. Public Relations. Das müssen wir auch tun mit unseren Kunden. Momentan arbeite ich gerade für unseren Freund Burns. Und Sie, Kommissar, was machen Sie hier? Ich beginne mit meinen Untersuchungen meistens in der Vergangenheit. Sie nehmen mich auf den Arm. Wenn Sie Untersuchungen führen, dann doch wohl nicht hier. Es sei denn, Sie arbeiten auch als Archäologe. Denn beim alten Ramses anzufangen wäre ja wohl etwas weit zurück. Entschuldigen Sie. Oder interessiert Sie Ramses der Zweite, weil er so viel größer ist als Sie? Ist das ein Scherz? Gegen den Marmor Heinrich komme ich mir reichlich klein vor, zum ersten Mal in meinem Leben. Das ist hier fast wie in Neapel. Allerdings muss man sich zehnmal so viel Verkehr vorstellen. Ich kenne da ein komisches Sprichwort. Danach ist Neapel die einzige orientalische Großstadt, die nicht ein einziges europäisches Viertel hat. Wer Ihnen das erzählt hat, der hat keinen Mus am Löffel. Richtig dagegen wäre, Sie finden in Neapel kaum Napolitaner. Genau dasselbe wie hier bei uns. Sie finden hier Menschen jeden Typs. Ich zum Beispiel, ich bin Türke. Aber blättert man in meinem Stammbaum, stolpert man zwangsläufig immer wieder über Großvisiere oder Gouverneure. Also war Ihre Familie mehr eine Landplage? Oh, nicht direkt. Ich wollte damit nur sagen, man muss ja nicht mal sehr weit in der Vergangenheit zurückgehen, um bei meinen Vorfahren auf Herrscher zu treffen, die halb Ägypten beherrscht haben. Entschuldigung, wenn ich Ihren Stammbaum ansäge, aber was sind das für Kerle, die ein rotes Kopftuch tragen und eine braune Kutte? Man nennt sie die Treuen von Eclassane. Die Leute gehören zu einer Sekte, die sich so kleidet. Sie feiern heute in Kairo ein großes Fest. Sie feiern die erste Begegnung von Adam und Eva im Paradies. Wenn Sie dazu kommen sollten, sehen Sie sich die Moschee von Saladin an. Sie können sich nicht vorstellen, wie ungeheuer viele Anhänger diese Sekte hat. Gehen Sie mal hin. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يقومون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر محمد وعلى قل هو الله أشهد أن لا إله إلا الله Lass Papa mal durch. Ach, gib mir mal deine Holzposaune, ja. Lass mir, kriegst du gleich wieder. Gib mal her.
Effendi! 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 Hier, hinter Ihnen! Herzlich willkommen in mein Geschäft. Ich bin Magere. Wollen Sie kaufen Teppich? Habe ich chinesisch Teppich, persisch, turkestanisch und auch welche von Samarkand. Alles, was Sie wollen. Was ich will, möchte ich selbst bearbeiten. Teppich draus machen. Nicht verstehen, Effendi. Wollen Sie kaufen Shiraz, Bukhara, Fabrikation indisch, Fabrikation persisch? Was Sie wollen. Ja, alles finden. Magere, alles liefern. Was ich suche, ist unten braun und oben rot. Ah, unten braun und oben rot. Effendi machen sich lustig über kleine Magere. Nein, sowas würde mich im Traum einfallen. Effendi, böser Mensch. Ja. Mein farbig gewebter! Na, 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 na! Ja! Ja, 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 ja! Kille, kille, kille! Oh, Hose! Was hat der denn nur? Ja, wie du kannst sehen, Effendi, es ist doch ein Vorteil, wenn man ist klein und gelenkig. Ja, ja, ja! 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 Wer bist du denn, sag mal? Klein Detlef, der Gardinenschlitzer, was? Ja, 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 Schluss, oh, Schluss ins Körbchen. Ja, 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 ja. Ja, radioaktive Rollwurfs. Ja, ja. Dann rück dich doch auf. Kannst du morgen auch noch aufräumen. Ja. Oh. Gibt er seinen Laden auf? Ist denn der zu retten? Es gibt zwar fliegende Teppiche, aber keine quatschenden. Aha, Josef Beuys würde dich als Kunstwerk verkaufen. Was treibst du denn da? Hey, 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 komm hoch. Mit dir macht man auch was mit. Los, hoch. So, nur los, erzähl mal, was ist passiert. Sing keine Arien, erzähl mir. Ach so. Wie soll ich reden, wenn ich kein Wort rauskriege? Der Detektiv, quatsch doch mit den Ohren. Was machst du in einem Teppich mit dem Regenmantel? Regnet's? Regnet's? Ich wurde extra in den Teppich eingewickelt, damit Sie bequemer sitzen. Hätte ich gewusst, dass du's bist, hätte ich mich aufgelegt. Wie kann ein Mensch nur so viel wiegen? 2 oder 3 Tonnen. Sei froh, dass du keine Frau bist. Ich habe die Briefe vom Professor gefunden. Gut, wo sind sie? Als ich gerade beim Lesen war, bekam ich was vor die Glocke. Da gingen bei mir die Lichter aus. Na, wenigstens weißt du, was drin gestanden hat. Ja, sicher, nur der Inhalt ist jetzt auch weg. Das muss mit dem totalen Stromausfall von dem Schlag zusammenhängen. Wer ist denn das? Diese Marktfrau. Was will die hier? Was für eine Marktfrau? Die Tote da. Die Type ist nicht tot, die tut nur so, damit sie nicht raus muss in den Krieg. Ist das nicht gefährlich, wenn die wieder kann aufwacht? Ich mal überprüfen. Lassen Sie mich nicht allein. Den Rest kannst du allein machen, wie jeder Artist im Zirkus. Mal sehen, ob der noch Strom hat. Ja, na, sieh mal an, auch kleine Impulse wecken die Lebensgeister. So, Kasperle, nur erzähl mal. Zunächst möchte ich mal wissen, warum du versucht hast, mich mit dem Flugzeug in die Luft zu jagen. Und was war das für der Käsemilbe, die von mir ein Foto mit der Super-8-Kamera machen wollte, was? Und die Giftschlange in meinen Schuhen war wohl auch nicht als Geruchsfresser gedacht. Antworte das, mein Wandteppich aus dir! Nicht drauflegen! Na, sieh mal, du kannst ja auch sprechen. Wetten, dass du mir gleich antwortest, sonst flüge ich dich in die Botanik, dass man dich für eine abgeknickte Tulpe hält. Hast du mich verstanden? Ich hab dich was gefragt. Auf eine höfliche Frage, eine höfliche Antwort. Also... Erste Frage, hält der Schwede den Professor gefangen? Ja, Effendi. Sieh mal an, und wo? In Mayet, in der Wüste Tibu, Effendi. Das ist, wo die kriegerischen Nomaden leben. Ich selbst war noch nie dort, Effendi. Ich habe bisher keinen Menschen kennengelernt, der aus diesem Gebiet lebend zurückgekehrt Mayet, ist. Ja? Na schön, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Von wem kriegt der Schwede seine Aufträge? Du, hör mal, mit deinem roten Putzlappen an der Knolle siehst du zwar aus wie eine bildschöne Marktfrau, aber ich behandle dich anders. Na, was höre ich jetzt? Also fang an zu singen. Killer, aber wer ihm die Aufträge gibt, weiß ich nicht. Es könnte...
Willst du dich in meiner Hose verstecken? Los, beweg dich. Ja, ich versuche es. Ja, das ist Curare. Das Gift wird sofort tödlich. Lass mal sehen. Allah gibt das Leben. Allah nimmt das Leben. Allah ist groß. Geh nicht in dein Hotel zurück, Effendi. Sonst wirst du bei Sonnenaufgang ein toter Mann sein. Ah, nix ist. Ich habe mit Allah gesprochen. Er hat mir gesagt, er will dich noch nie haben. Warum rettest du mir das Leben? Effendi, ich habe doch versucht, dich zu töten. Warum stößt du mir keinen Dolch ins Herz? Ich lutsch dich lieber aus. Na, Hassan, wie stehen denn die Dinge so? Nun, wie es Allah gefällt. Dir geht es gut, Fremder? Ich glaube, es wird mir viel besser gehen, wenn ich erst alles erledigt und hinter mir habe. Wie ich sehe, sind die Gewehre, die ich geschickt habe, angekommen. Ich verspreche dir, dass ich so schnell wie möglich noch 200 weitere schicken werde. Deine Waffen dienen dazu, die Wüste Tibu zu verteidigen. Wir brauchen keine Herren. Das Gebiet der Mayet gehört nur uns. Ich habe es akzeptiert, mit dir zusammenzuarbeiten und mir von dir helfen zu lassen. Aber wenn unsere Zusammenarbeit beendet sein wird, Fremder, dann bleibe unseren Gebieten fern. Was ist mit dem Professor? Ein eigenartiger Mensch, der Professor. Er verbringt seine Tage damit, die Käfer der Wüste zu studieren. Ein unnützer alter Mann, glaube ich. Unnütz? In seinem Kopf steckt mehr Gold als in den Kassen aller arabischen Ölkönige. Und mein Auftraggeber möchte gern wissen, was er in seinem Kopf verborgen hält. Wer spricht da? Hier spricht Jack Connors. Sie haben bei den Pyramiden versagt, teurer Freund. Sie sind nicht der große Profi, für den Sie sich ausgeben. Plattfuß ist noch am Leben und er könnte sehr schnell dahinter kommen, wo wir den Professor versteckt halten. Bringt Cerullo sofort nach Kalun, der Kommissar ist auszuschalten. Ende. Ist es dir nicht gelungen, einen Mann umzubringen, Fremder? Seltsam. Das passiert dir? Ich bin also doch nicht so verkalkt. Selbstverständlich ist das ein Adephago Olometabolicus. Ah, Sie sind's, junger Mann. Wann kommt denn Mr. Burns? Sie werden ihn sehr bald sehen. Ah, ja, umso besser. Ich verstehe, dass die Sache geheim gehalten werden muss. Auch, dass man mich betäubt in einem Koffer herbringen musste, verstehe ich. Ein guter Einfall. Mr. Burns ist ein vorsichtiger Mann. Milliardäre haben ja überhaupt originelle Einfälle, wie es heißt. Nehmen Sie Ihre Tasche. Wir gehen. Wird's bald. Bewegen Sie sich, oder soll ich Ihnen Beine machen? Los, los, schneller, schneller!
finden Sie mich. Ungeheuer bescheuert, wo hast du das her? Besorgt, organisiert, alles nur zur Tarnung, damit ich keine... Ach, Blödsinn, jeder erkennt dich. Zieh dich bloß um, sonst werden wir noch verhaftet, haben. Lieber hier, ich will keine Probleme mit deinem Onkel. Die scheinen sich wirklich alle zu amüsieren. Ich passe da nicht hin. Denk an mich, wenn ich weit von dir weg sein werde. Wo willst du hin? Patrouillendienst in der Wüste. Wir müssen die Karawanen kontrollieren. Was ist für dich? Was ist denn das? Ein ägyptisches Parfum. Es soll die Schönheit seiner Trägerin noch verstärken, heißt es. Ich hätte zwar gern etwas anderes geschenkt, aber... Na, Kommissar, wie gefällt Ihnen das Fest? Amüsieren Sie sich? Ja, wie man sich in meinem Alter so amüsiert. Ja, wenn man bedenkt, dass Jugend auch Glück bedeutet, dann hat es unsere Conny heute doppelt erwischt. Heute wird das liebe Kind nämlich mit ein paar Milliarden Dollar beregnet. Wieso denn das? Sie feiert heute ihren 18. Geburtstag. Und damit geht ein Großteil der Aktien der Burns Petrol Oil in ihren Besitz über. Aktien, die Ihrem Vater gehört haben. Wieso? Ich war immer der Meinung, die Burns Petrol gehört Mr. Burns allein. Nein, nur zu einem ganz geringen Teil, aber der ist auch schon ausreichend. Sehen Sie, Mr. Burns hat nur den Namen gegeben und ist praktisch nichts weiter als der Verwalter des Vermögens. Caputo? Hm? Warum hast du denn die Wundertüte auf der Arme? Ich habe mich nur wie ein Ägypter verkleidet. Du siehst aus wie ein Eskimo. Wie haben Sie mich nur mit meinem dichten Bart erkannt? Am Geruch. Was steht denn da drauf? Deine Telefonnummer? Was? Mein Name auf Arabisch. Für Lateiner gedacht. Hier, Cerberus an 009. Bin im Einsatz. Alles in Ordnung. Hast du einen Draht in der Locke? Sprichst du mit deinem Kotelett? Da ist ein Mikrofon drin für die Zentrale. 009? Gehe zum Buffet. Melde mich in Kürze wieder. Hat der Einsatzleiter seine Windeln zerschossen? Dann siehst du explodiert. Na nun, hier sind Sie, Kommissar. Na, Sahib. Ist gut. Kann ich Sie mal sprechen? Ja, jederzeit. Gut, kommen Sie. Na, wie geht's? Schon eingelebt? Mit Ihrer Unterkunft zufrieden? Bis auf die Betten, die brechen immer durch. Bei Ihrem Gewicht kein Wunder. Hören Sie, Kommissar. Ich möchte mit Ihnen etwas besprechen. Wissen Sie, ich hatte niemals... Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ich hatte niemals die Gelegenheit, Ihnen dafür zu danken, dass Sie meinen Vorschlag angenommen haben, jetzt für mich zu arbeiten, nach unserem Kennenlernen damals in Neapel. Entschuldigen Sie, möchten Sie irgendwas trinken? Naja... Ja, machen Sie ruhig. Jetzt stehen Sie ja bei mir im Dienst. Warten Sie mal, ich erledige das. Ich bin gleich wieder da. Was gibt's? Du hast mir das Leben gerettet. Von diesem Moment an ist Saphir dein Sklave geworden. Genug, Vanille, weiter. Das ist das Band, was das Leben zum Tode befördert. Da drüben der Sessel. Hey, da liegen ja die Nieren frei. Die haben vor, dich umzubringen, seit du hier bist. Der große Allah möge dich beschützen. Der Gefangene, den du suchst, ist hier in Kairo. Such ihn auf dem alten Markt von Kalun. Sag mal, ist dir nicht ein bisschen warm mit der Pferdedecke? Was heißt hier warm? Dienst ist Dienst und man will schließlich nicht erkannt werden. Ja, ja, du hast recht. Jeder hält mich für Humphrey Bogart. Ich bin gleich wieder da. In Ordnung, Kommissar. Wollen Sie denn wirklich einem fliegenden Teppichhändler trauen? Das ist kein Teppichhändler. Außerdem traue ich ihm weniger als einer alten Tüte Knoblauch. Ja, aber... Aber der sagte, dass der beknackte Professor hier wäre. Also werde ich mich mal umsehen. Standpunkt alter Markt. Der beknackte Professor... Mit wem redest du denn da? Mit Bodo im Hotel. Im Hotel, der ist hier im Wagen. Im Wagen? Na, wo sonst? Oh, ich werde mit dem Bengel nicht fertig. Ich werfe bald das Handtuch. Bodo, bist du hier? Na, sag mal, wie hast du dich denn hier wieder eingeschlichen? Na, das ist typisch. Du hast keine Ahnung. Aber der die Plattfuß merkt alles, den kann man nicht reinlegen. Da könnte ich mich festschnallen, direkt unter der Karre. Der würde es riechen, dass der Krümel wieder zugeschlagen hat. Du musst doch nicht glauben, dass ich der die Plattfuß mit dir allein lasse. Dich sollte man wirklich am Bett anketten. Los, raus jetzt! Komm raus!
Wann wird denn nun endlich Mr. Burns auftauchen? Sheriff, schnell, schnell. Schnell, schnell, alles muss ich schnell machen. Das ist alles, was ihr sagen könnt. Schnell, ich will raus hier aus diesem Loch. Sei ruhig, ich verstehe sowieso kein Wort. Ach. Werden wir doch noch rauskriegen, diesen Fliegenfänger. Ich weiß, wer Sie sind. Sie sind Mr. Burns, der Mann mit dem Erdöl. Professor, das einzige Benzin, das ich besitze, ist im Tank meines Feuerzeuges. Ein kleines bisschen. Tja, wer sind Sie denn sonst? Vorstellen tun wir uns nachher. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen an die frische Luft. Gern. Ist auch so muffig hier. Professor, beeilen Sie sich. Wir können ja keine Wurzeln schlagen. Aber wissen Sie, wie wertvoll, wie wichtig diese Sachen sind. Staatsmann, beeilen sich doch. Tja. Ist die Luft rein hier? Ja, der will ich auch einen von Ständer kleistern. Kommen Sie, Professor, schnell weg. Ja, wieso denn? Wer sind denn diese Menschen? Was weiß ich. Na ja, toll, dass Sie zum Beten kommen oder sowas. Ja! Immer dasselbe Unsinn. Ja! Du auch? Ja! Besser hier auf Frankfurt. Na. Los, Cirolo, hauen Sie ab, verschwinden Sie irgendwo hin. Ja! Halt mal! Komm her! Aus! Genau! So! Schreit ihr eigentlich so? Na, meine kleine Stange. Mit euch! Gemischtes Doppel! Ja, mit euch! Conny, wer war meistens mit Professor Cirolo zusammen, während er in Ägypten war? Oma. Er war sein Führer und auch sein Dolmetscher. Wer noch? Manchmal auch mein Freund Kebir, wenn er mit uns mitkam. Danke. Er begleitete den Professor fast immer in die Wüste. Kebir hat ihm überhaupt sehr viel geholfen. Und sonst noch jemand? Nein, Sie kennen ja den Professor. Er ist sehr menschenscheu. Ach, warten Sie mal, da war doch noch einer. Talat. Ein ägyptischer Archäologe. Er war auch oft im Ausland, im Auftrage des Ägyptischen Museums. Und wo finde ich diesen Salat? Er ist nicht hier in Kairo. Er lebt in der Nähe von Assuan am Nil. Ich habe den Professor ein paar Mal zu ihm hinbegleitet mit dem Schiff. Man legt an in Komombo. Da gibt es einen wunderschönen Tempel, den die alten Ägypter dem Gott der Krokodile errichtet haben. Ein traumhaft schönes Fleckchen Erde. Thank you.
identisch. Das Schiff kommt genauso pünktlich an, wie Sie es vorausgesagt haben. Auf eine Mine kann es nicht gelaufen sein. Du bist ja hier. Achtung, das Schiff legt in einer halben Stunde wieder ab. Ich wiederhole, in einer halben Stunde legen wir wieder ab. Die Fahrgäste, die aussteigen, um den Tempel von Komombo zu besichtigen, werden gebeten, wieder an Bord zu rücken, wenn die Sirene ertönt. Tja, was nun? Der Professor ist nicht dabei. Doch, doch, der ist da. Komm schon. Hey, Kommissar, da ist er. Sehen Sie mal, der Professor ist da, genau wie Sie gesagt haben. Der sieht doch tatsächlich aus wie ein Blumenkohl. Sie hatten genau recht. Cher Kamel! Ich verstehe nicht, dass sie das so kalt lässt. Alles klar. Es kam genau so, wie es kommen musste. Wieso haben Sie davon auch gewusst? Die klauen uns den einfach weg und wir tun nichts. Das sind doch alles nur die Handlanger und ich brauche das ganze Netz, die Pfeifen, die dahinter stehen. Was macht er denn da nun wieder? Der zerstreute Professor hat sein Täschchen vergessen. Habe ich das gut gemacht, Eddie Plattfuß? Oh, gib her. Na, Spitze. Was ist denn da drin in der Tasche? Überwiegend Mistkäfer und der Rest scheint auch Mist zu sein. Meine Fresse, immer nur Käfer. Der Professor muss ja selbst bald wie ein Käfer aussehen. Hier steht Coleotropeleum. Ist das der Name von der Bestie? Das bedeutet was anderes. Das ist ein Anagramm. Was für ein Telegramm? Mensch, Anagramm, das ist eine Vertauschung von Silben oder Buchstaben, schätze ich. Ein Anagramm für dich zum Beispiel wäre am Kernkürbis. Das bedeutet, du hast nicht alle Kerne am Kürbis. Also, das kann sein, ja. Das kann nicht nur sein, bei dir ist es so. Wer sagt das? Na, ich. Ich nicht. Nein. Nein. Also das Anagramm von Tropeleum ist Petroleum. Von mir aus auch Linoleum, seien Sie mir bitte nicht gram, aber ich verstehe kein Wort. Ich bin im Denksalon erblich negativ belastet. Pass mal auf, unser zerstreuter Professor. Ja? Wenn das wirklich wahr ist, dass er das entdeckt hat, was ich vermute, was, dann... tatsächlich? Ja, genau. Dann bekommt er den Nobelpreis. Nobelpreis. Das ist mir auch recht. Also Schluss mit dem Unsinn. Schnappt ihr den Jeep, unser Schokoladenkrümel kommt auch mit und dann fahrt ihr beide ins Hotel. Und du versprichst mir, dass du nicht ausbüchst. Ich verspreche es. Er hat's versprochen. Ich vernehme es wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das ist doch nicht auf deinem Mist gewachsen, das ist auch Goethe, Schiller, Shakespeare. Sind das auch Detektive? Ja, genau. Also ihr fahrt nach Hause und ich schleich mich mal in die Oase von Mahed auf das Gebiet der Tibu, mal sehen, was da so alles rumkeucht. Da gibt's sicher eine Menge interessanter Leute. Wollen Sie da allein hin? Zunächst mal ja, aber irgendwas werde ich mir unterwegs schon einfangen. Also, bis später. Ja, bis später. Durst, gibt's hier nichts zu trinken. Was sagt keiner? Ja, vielen Dank. Wer fragt, wie Sie heißen? Ja, wie ich heiße, geht Ihnen Scheißreg an. Mich nennt man Ahmed. So sehen Sie auch aus. Ganz einfach und nicht zu verwechseln, der Name. In unserem Land heißt jeder zweite Ahmed. Wir waren 18 Kinder und hießen alle Ahmed. War einfacher für die Eltern. Kann ich mir vorstellen.
Sehen Sie mal, da möchte ich hin, nach Mariet, ins Gebiet der Tibu. Moment mal. Ja, was ist denn, wenn es euch nicht gefällt, dann bleibe ich eben hier. Hört doch mal zu! Hey! Lasst mich doch nicht dusselig sterben! An dem Tumult haben Sie selbst Schuld. Hey! Wieso habe ich Schuld daran? Wenn Sie wirklich nach Mariet wollen, wenn Sie wirklich zu den Tibu wollen, können Sie unmöglich klar im Kopf sein. Sie können selbstverständlich hingehen, wohin Sie wollen, aber ohne uns. Wir wollen nichts wissen von Tibus. Mariet ist Ihr Reich und das gehört Ihnen ganz allein. Na, hören Sie mal, ich habe Sie mit Ihrem Schiff gemietet, damit Sie mich dahin bringen. Ich will hier nicht nur am Wasser rumplätschern. Da können Sie allein hin. Die Tibu leben in der Richtung. Da ist Mayet. Das liegt mitten in der Wüste. Ich verstehe nicht, warum wollen Sie dahin? Haben Sie keine Lust mehr am Leben? Für die ist jeder Fremde ein Feind. Ich will da keine Erdbeeren ernten. Diese tote Hose! Los, runter! Geh die Deckung runter! 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 Näher ran! Ja, ist ja gut, das Aal aus dem Spiel. Ich bin doch bei dir. Ich gehe. Deine Birne wollen sie ja nicht. Meinen Kopf wollen sie. Ich steig aus hier. Ist er hin jetzt oder wird gefressen von den Krokodilen? So ein fettes Frühstück musst du schneller sein! Gepanzerte Pflaume. Alles nass jetzt. Oh Mist. Ja, das ist... Da haben wir den Salat. Ausgerechnet hier muss uns das passieren, ist völlig eingesandet und die Räder drehen durch. Nun guck dir das bitte mal an, das ist alles nur deine Schuld. Was machen wir jetzt? Nun bin ich's wieder. Ich hab dir ein paar hundert Mal gesagt, die Piste führt auf der anderen Seite lang. Schön, das hast du gesagt, aber viel da zu leise. Ich habe jedenfalls nichts gehört. Kein Wort habe ich gehört. Ist doch scheißegal, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Dann hättest du es öfter lauter sagen müssen, das tust du doch sonst immer, wenn du irgendetwas willst. Oh Menschenskind, diese Hitze. Habe ich das nötig? Könnte zu Hause sitzen beim herrlichen Pistazieneis mit Bier und schleiche hier wie ein Idiot durch die Wüste. Naja doch, Einsicht ist der erste Weg. Oh, meine Füße, wie die erst brennen. Blasen habe ich, alles nicht zum Aushalten. Oh, womit habe ich das nur verdient? Und die ganzen Strapazen nur wegen der dämlichen toten Käfer und dem beknackten Professor. Was habe ich damit zu tun? Harpo, du kannst deine Sorgen verscheuchen. Wir sind gerettet, man hat uns schon entdeckt. Donnerwetter! Schmuck, schwarze Reiter.
Oder sind es etwa nur Damen im Herrensitz? Oh, hoffentlich ist es keine Fata Morgana. Aber die benehmen sich so eigenartig, sieh mal. Und warum sind die denn so schwarz, genau wie die, die den Professor geklaut haben? Und haltet mal die Füße still, das gehört zur Gastfreundschaft. Und nicht nur das Schlabberwasser, Happen beißen würde ich auch gerne. Was ist denn, mein Gott? Fall doch bald vom Fleisch, wie ihr seht. Außerdem warte ich nur auf euren Chef. Auch Zeit. Hast du den Mann schon übergeben, der auf dem Boot war? Weißt du, als Bote machst du dich gut. Siehst nur zu vornehm aus in deinem Kaftan. Hast dich gut! Ja, hau ich auf den Staub aus deinem Pudel! Du weißt es noch nicht, aber wir beide haben was Gemeinsames. Das Ding stammt aus Neapel. Dann hast du also meinen Bruder Omar kennengelernt. Und ich weiß, wer ihn umgebracht hat. Mexiko! Mexiko! Du lass doch den Unsinn! Das ist bei mir doch zwecklos. Ich bleibe freiwillig. Ein freundliches Wort und ich bin euer Gefangener. Ja? Der Kommissar sehen würde, nicht mal simpel, ganz allein ins Hotel komme ich rein. Nun hänge ich hier rum, ganz dumm, wie eine Flunder zum Trocknen. Bodo! Bodo, worauf wartest du, mein Junge? Befreie mich, nimm irgendeinen scharfen Gegenstand und schneide mir die Fesseln durch. Wäre das Käsemesser scharf genug? Der Käsegeruch würde mich nicht stören. Komm schnell her und befreie deinen lieben alten Capo. Ich bitte dich, wenn wir wieder zu Hause in Neapel sind, kannst du dir was wünschen. Dann schwör mir, dass du mich nicht wieder in die Schule schicken wirst. Ja, ich schwör's dir, ich gehe für dich. Außerdem will ich selbst ein Polizeiauto fahren. Ja, selbstverständlich kannst du eins fahren, mit Sirene, auch einen Panzer, was du willst. Aber bitte, schneid mir die Fesseln durch, mach schnell, bevor uns jemand sieht. Mach aber! Ja, das ist unsere letzte Chance! Ich mach doch schon! Beeil dich, mach mich los! Sei nicht so hektisch! Na, mach schon! Jetzt oben! Mach schnell! Na Gott sei Dank, ich bin frei. Jetzt aber nichts wie weg hier. Irgendwas zur Tarnung umhängen, damit man uns nicht erkennt. Das hier ist in Ordnung. Ich nehme die Kippe. Egal was, Hauptsache wir hauen hier ab! Thank you.
siehst ja aus wie auf dem Presseball. Herzlich willkommen, lieber Freund. Was für ein Glück für uns alle, dass Hassan Sie am Leben gelassen hat. Damit wird der Tag für mich viel schöner, glauben Sie mir, Kommissar. Nun, was halten Sie vom alten Sakal inmitten seines antiken Palastes? Ich meine, wenn ich eine Braut wäre, könnten Sie mir mit dem Nobelschuppen in Messing-Look imponieren. Sie sind ein ungewöhnlicher Mensch, Kommissar, voller Überraschungen. Da dachte ich, warum soll ich Sie nicht mal überraschen? Sie haben doch einen Sinn dafür. Machen Sie mir das Vergnügen, trinken Sie einen Kaffee mit mir. Na gerne. Kaffee? Gut Kaffee, schön süß. Hm? Oh, ich bin untröstlich, Sie können ja nicht trinken, Sie haben ja Ihre Hände gebunden. Aber die Fesselchen behalten wir lieber um und verzichten auf den Kaffee. Ich habe viel Sinn für Mummenschanz, aber wem wollen Sie eigentlich mit dem Unsinn imponieren? Und Ihr Kaffee dürfte so schmecken, wie es hier aussieht. Sie sollten den Kaffee doch trinken, es wird Ihr letzter sein. Denn hier und heute geht Ihr Leben zu Ende, großer Meister. Wahrscheinlich wissen Sie es nicht, aber ich habe noch andere Gäste hier. Sie können also ganz bewusst von einer Henkersmahlzeit sprechen. Denn Sie werden nicht der Einzige sein, der stirbt. Die Leute, die Sie hier wiederfinden werden, sind gute Freunde. Dieser Sakar muss nicht ganz dicht sein. Warum hält er uns hier drin gefangen? Ich möchte wissen, wo dieser famose Scheich steckt, den wir hier treffen sollten. Vielleicht ist was Unvorhergesehenes passiert. Was heißt unvorhergesehen? Quatsch! Ich will mit Washington telefonieren. Ich habe genug einflussreiche Freunde im Kongress. Unsere Gesellschaft zahlt mehr als 80 Millionen Steuern im Jahr. Also könnten diese feinen Herren von der Regierung wirklich mal was tun. Los, wie komme ich an die ran? Es ist zum Auswachsen. Ich werde noch verrückt. Jack Connors, was machen Sie denn hier? Burns, wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, stellen Sie nicht so viele Fragen, sondern tun Sie, was ich Ihnen sage. Haben Sie den Verstand verloren? Ich führe nur Befehle aus von Sakar. Ja, nun ein bisschen mehr Benehmen, ein bisschen mehr Respekt. Immerhin bin ich Professor Cirolo, ja, mein Name steht in den Enzyklopädien. Ich gehöre zu den größten Wissenschaftlern der Welt, hier kommt man sich auch vor. Machen Sie da keine Geschichten, kommen Sie da runter, los! Sieh mal, der Professor. Conny! Dann sind Sie doch Mr. Burns. Das ist Mr. Burns. Na endlich. Doch. Gott sei Dank, dieser Mann mit dem Bart hat mich ganz durcheinander gebracht. Conny, zu meinem Bericht, Mr. Burns. Meine sensationelle Entdeckung ist nur möglich gewesen aufgrund der jahrelangen Beobachtung kleinster Wüstenkäfer. Halt, Maul, Schluss jetzt. Wie reden Sie mit mir? Das ist wichtig, was ich zu sagen habe. Mein Kompliment, Kommissar, Sie für einen Stärke und viel Intelligenz. Das sind zwei Eigenschaften, die sich nur sehr schwer in einer Person vereinen lassen. Allerdings, ich muss zugeben, Sie waren sehr dicht, äußerst dicht sogar an der Wahrheit dran. Nun werden Sie aber leider bald sterben, ohne hinter das Geheimnis gekommen zu sein. Tja, das Schicksal hat es so gewollt, dass Ihre weitere Reise hier enden wird. Allahs Wille ist mächtig und Allahs Wille geschieht, denn Allah ist groß. Würden Sie nun die Freundlichkeit haben, mir zu folgen? Musik!
Wir haben uns vorgenommen, Ihnen alle Annehmlichkeiten auf Ihrer letzten Reise zu bieten, die es gibt, verehrter Kommissar. Kommissar, Kommissar, Ihr treuer Kabute ist auch in Ihrer Nähe. Diesmal hat meine Verkleidung leider nicht funktioniert. Sie haben mich geschnappt. Sie haben mich für eine Dame gehalten. Am letzten Stadttor haben Sie mich erst erwischt, aber... Sakar, was hat das hier alles zu bedeuten? Das ist ganz einfach, mein lieber Freund Lee. Du stirbst genauso wie alle anderen. So, und wer soll mich umbringen? Ein winziges kleines Insekt. Oder besser ein kleiner Käfer, den Professor Cerullo entdeckt hat unter verschiedenen anderen Insektenarten. Stimmt's, Professor? Sagen Sie was. Ja, so ist es. Ich ahnte gar nicht das Ausmaß Ihrer Entdeckung, als ich Ihre Berichte zum ersten Mal las. Dann brachte ich Sie aber unter Hypnose zum Sprechen und erfuhr die ganze Wahrheit. Jetzt weiß ich endlich, dass Sie recht hatten mit Ihrer Behauptung, Ihre Entdeckung wäre von größter Wichtigkeit für alle Ölstaaten. Eine Sensation. Wovon redest du eigentlich? Es stimmt! Es handelt sich wirklich um eine Sensation und es ist ein Käfer. Es ist die Entdeckung des Jahrhunderts, der Tropelium. Tropelium, dessen Anagramm bedeuten soll Petroleum. Es ist wirklich die größte Entdeckung, denn das Erdöl fließt dort aus dem Boden raus, wo dieser Käfer lebt. Wenn man also diesen Käfer irgendwo sieht, dann gibt es an dieser Stelle Erdöl. Ist das nicht herrlich, Mr. Burns? Fantastisch. Eine Entdeckung, die Milliarden wert ist. Und aus diesem Grunde werde ich euch töten lassen. Denn außer mir seid ihr die Einzigen, die von diesem Geheimnis, dem Tropelio, etwas gehört haben. Aber immerhin habt ihr das Privileg, einen sehr originellen Tod zu sterben. Ich werde Ihnen ein kleines Beispiel geben, wie ich mir das vorstelle. Angesichts der Tatsache, dass Sie kein Arabisch können, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen diese alte Inschrift übersetze. Der Sand der Wüste ist leichter als die Luft, aber wer sie einatmet... der stirbt. Ich darf erläutern, was gemeint ist. Was ist los? Was soll das? Verflucht doch mal, ich ersticke hier. Ich kann nicht atmen. Was soll der Unsinn? Wär ich doch bloß zu Hause geblieben. Warum hilft mir denn keine Hilfe? Genau so werdet ihr alle euer Ende erleben. Die Wüste tötet euch und das schwarze Gold gehört nur noch mir. Es wird ja für mich ganz einfach sein. Denn ich werde, dank der Erfindung des Professors, immer einen Schritt vor den anderen da sein. Ich brauche ja nur darauf zu achten, wo dieser Käfer existiert. Da morden ganze Völker, um ans Erdöl zu kommen. Da werden Kriege geführt, nur wegen des Öls. Denn Erdöl bedeutet mehr als Reichtum, es bedeutet Macht. Und diese Macht, die werde ich nur in meinen Händen halten. Die Macht des großen Zakar! So, nun habe ich mir den Schwachsinn ja wohl lange genug angehört. Kenn viele, die was am Kopf haben. Aber was du hier treibst mit deiner scharfen Luma-Mütchen, übertrifft alles, was ich kenne. Wie meinen Sie das? Du hast zig Leute umlegen lassen durch diesen ausgekotzten Sparrel da. Und das seltene Exemplar nehme ich auch mit nach Neapel. Und mit dir werde ich hier schon abrechnen, denn für dich wäre ja schon die Luftfracht zu schade. Du bist doch jetzt schon ein toter Mann! Ekelhafter Fettwanst! Na, gleich werde ich böse. Warum legen wir den Dicken nicht gleich hier um? Ja eben, genauso wie du in Neapel Omar umgebracht hast, weil er wusste, was du für ein Schwein bist. Du wirst aber qualvoller sterben als Omar, diese Dreckratte. Das sehe ich anders. Du irrst dich, Schwede. Ich bin nämlich hergekommen, um den Tod meines Bruders zu rächen. Er spricht die gleiche Sprache wie ich. Bring die blonde Ratte! Los, mach, dass ihr rauskommt, Professor! Sehr gut, jetzt klassischer Angriff von vorn! Huh?
draußen in der Wüste noch nicht genug von dem Sand gehabt? Aber bitte mach mich erstmal los, Bodo. Ist ja nun auch nicht abendfüllend, dich immer loszumachen. Oh, da muss ich mitmischen. Herein mit dir in die Bärenschleuse! Professor, Ihre Hosenträger! Geben Sie mir schnell Ihre Hosenträger! Sie kriegen sie nachher wieder! Hier sind Sie! Komm, Junge, daraus machen wir eine Waffe! Aber was mache ich ohne Hosenträger? Hose festhalten! Lasst mir den Professor nicht aus den Augen! Nehmt den Professor fest! Jetzt reicht's mir ab! Pass auf, Onkel Lee! Sie gehen mit Conny mit! Verschwinden Sie! Schnell, hauen Sie ab! Och, ist das herrlich! Das funktioniert, Conny! Klasse! Hier rüber. Platsch, platsch. Erda, die kriegt er. In Ordnung. Papo, kannst du denn nicht mal das? Muss ich alles allein machen? Du hast so feuchte Hände, die Vase ist abgerutscht. Komm, duck dich. Nichts mit Fesseln! Ja, Sissel! Ja, na, 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 na! Da pariert doch normalerweise jeder Tiger! Ja! Ab in die Wolf! Na, heute ohne Zähne? Das ist ja richtig. Komm, klatsch! Ja. Komm her aus, ihr Armleuchter, mein Wandleuchter! Ja, Sir! Hey! Würfel! Ja, keine Rolle, Mann. Da ist rein. Ja. Zack. Ja. Ja, die Nagelschere macht auch Türkensäbel kürzer. Ja, haha! Keine Angst, ich bin bei dir. Na, was ist? Was soll das werden? Lass du dir doch auch mal was einfallen. Ja, aber was denn? Moment, vielleicht funktioniert das. Ja! Ah! 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 Ah!
Wien, Hauptklotz, Alter, muss man raufhauen. Und, Hier spitz ich den Spargel an, bis man dich für einen Pfirsich hält. Komm her. Jetzt geht's ein bisschen an die frische Luft. Komm her. Schabbelach, Alter, schieß doch ab, doch schugel ist hier Babys, Herr Frankoschen. Die Fresse will ich dir nicht einschlagen, sonst muss ich dich im Gips nachformen lassen, damit man dich im Gericht erkennt. Steh auf, komm her. Überlass mir diesen Wurm. Sein Tod soll langsam und qualvoll sein, damit mein Bruder Oma gerecht wird. Tut mir leid, aber die Male gehört mir. Warum soll er im Gefängnis weiterleben, wenn die Wüste für seine Bestattung sorgen kann? Überlassen wir ihn doch lieber den Geiern. Das geht nicht, dann werden die im Tierchen vergiftet. Ich bin nämlich Mitglied im Tierschutzverein. Hassan, Asaka Gayin! Wird lauter. Ich werde dein Gesetz leider nie verstehen. Kala! Da ist ja mein liebes Täschchen. Ist doch alles drin? Meine Käfer? Die Gitt, was ist denn das? Eine. Keine Bewegung, du. Los, daneben! Alles Gute, Fremder. Wenn du mal wieder zu Horus hast, ruf mich an. Wir beide machen zusammen eine ganze Armee nieder. Trag du es jetzt, Freund. Als Erinnerung an Oma und mich und an unser herrliches Land. Allah will mich beschützen. Allah! Leutnant Kebier, Sie kommen gerade im richtigen Moment. Sie sind immer noch da? Conny, was machst du hier? Kommen Sie, Mr. Burns, wir lassen die beiden mal einen Moment allein. Warum? Och, es gibt da so Sachen zwischen Mann und Frau. Sie sind einmalig. Ich mache Ihnen ein neues Angebot. $80,000 im Jahr. Fast so viel, wie der Präsident der Vereinigten Staaten verdient. Na, ist das was? Also sagen Sie ja und alles ist okay. Sparen Sie sich Ihre paar Kröten, außerdem brauchen Sie mich nicht mehr. Jetzt haben Sie die Armee hinter sich. Sieh mal, das ist eine Rarität. Das ist ein Exemplar von Adifagerutter Metabolicum. Ein Wunder, erkennst du das? Für mich ist das ein ordinärer Mistkäfer. Das ist doch kein Mistkäfer. Das ist ein Traum von einem Exemplar. Pass mal auf, ich werde dir beibringen, diese kleinen Insekten zu schätzen und zu mögen. Kommissar, Kommissar, ich hoffe, ich habe dazu beigetragen, diesen verzwickten Fall einer gerechten Lösung zuzuführen zu können, gehabt zu haben. Quatsch vorher nochmal durch den Sieb. Ja. Außerdem lass dich nicht wegschnappen. Warum? Und in einen Arm stecken. Du siehst aus wie Else die Gehobelte. Ich? Ja, wer denn sonst? Tatsächlich. Ich glaube, ich ziehe mich um. Aber den Fummel würde ich behalten für Sie meinen, Appel. Dass das da eventuell weitergeht und dass ich mich wieder verkleiden muss als Privatdetektiv? Nein, als Attraktion im Transvestitenschuppen. Egal, Hauptsache, wir fahren nach Haus. Ach, fahr doch nach Neapel, wie du willst. Hauptsache, du redest mich nicht als Fräulein an. Als Fräulein passen Sie auf keinen Schoß. Würde ich mir nie erlauben. Ich finde den Fummel selbst scheußlich, besonders die Farbe. Du kannst dich auf keinen Fall geirrt haben. Unmöglich, Kommissar. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Dieser Professor ist doch ein Verrückter, das wissen wir. Unvorstellbar, dass der es fertiggebracht hat, Mr. Burns zu überreden, in der Wüste die Löcher zu bohren. Die hab gebohrt und gebohrt und nicht einen Tropfen Öl gefunden. Sag mal, ist das nicht Bodos Schulmappe? Ja. Ist er heute auch wieder nicht zur Schule gegangen? Nein, wer geht heute noch in die Schule? Er sitzt pausenlos mit dem Professor zusammen wegen der Viecher. Er will auch kein Polizist mehr werden. Das ist vorbei. Er will nach Erdöl bohren. Sollte lieber in der Nase bohren. Ja. Andererseits, das wäre ja auch gar nicht schlecht, ich meine, wenn er fündig wird. Öl. Tja, dann müsste er aber Araber sein. Er hat so viel bei mir gelernt, den verkaufe ich auch wir als Araber. Sehen. Hauptsache ist, er beteiligt uns. Der Tropelium hier in Neapel, wir haben Erdöl gefunden, dreh das Ventil auf, Bodo. Sofort. Mein geliebter kleiner Tropelium, wir haben Öl, ich danke dir, Öl. Es steht für mich absolut fest, von der Tropelium krabbelt, da gibt es Erdöl. Gleich werden wir die Bestätigung haben. Hier ist noch einer, sieh mal, Bodo, ein zweiter Tropelium, guck dir das an. Auf einer Ölblase wird ganz Neapel liegen, ich bin sicher, es sprudelt gleich nur so los. Noch ein paar Minuten, dann wird hier unten die Erde unter uns explodieren. Entschuldige, dass ich unterbreche. Da ist mein Daddy Plattfuß. Ach, der Kommissar. Wir haben es geschafft, Kommissar. Diesmal haben wir es wirklich geschafft.
In wenigen Minuten wird hier das Erdöl vorspulen und die ganze Gegend wird im Öl absaufen. War meine ganze Arbeit nicht umsonst? Ich hab endlich geschafft, ich hab recht. Kommen Sie, Kommissar, seien Sie Zeuge dieses großen... Coriolano Cirullo, jetzt bist du ein großer Mann. Du bist unsterblich geworden. Neapel bewundert dich. Die ganze Welt wird dich umarmen. Erdöl! Sehen Sie doch, das ist wirklich Öl. Öl, das aus der Erde sprudelt. Daddy Plattfuß, soll ich dir was sagen? Der Professor ist ein richtiger Gott. Gratuliere. Wie finden Sie das Erdöl? Es gibt hier in Neapel Erdöl. Sehen Sie nur. Ruf mal sofort die Feuerwehr. Aus welchem Grund denn die Feuerwehr? Egal, ruf sie her. Wir transportieren doch kein Öl. Die beiden haben eine Pipeline vom Hafen zerhackt. Aber hier geht doch gar keine Pipeline entlang. Das ist Erdöl, richtiges, wunderbares, schwarzes Erdöl. Es sprudelt aus unserem Boden. Ein Segen. Das soll ein Segen sein? Da ist es doch. Wir sind jetzt Pass mal auf, vor 2 Jahren, als man die Häuser hinter uns gebaut hat, alle Häuser hat man hier unten eine Pipeline verlegt. Aber nicht vom Hafen rauf, sondern von der Stadt runter. Von der Stadt runter? Was heißt das? Durch das Rohr läuft Altöl von den Autowerkstätten zum Hafen. To ride.